Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Tribe Wars, meine lieben Freunde. Ja, alle wieder am Start und diesmal sind wir sogar fast vollzählig, außer der Dummbabler sind alle da. Und zwar zum einen der, jetzt habe ich den Namen nicht an, ich muss mal gucken, wer, der Acid ist wieder am Start. Hi. Der Nero ist diesmal, ja, der ist jetzt endlich wieder am Start, genau, der war das letzte Mal nicht mit dabei. Das leider, ist noch, leider. Genau, ist noch ein Kollege von Acid und Nox. So, dann der Nox. Da hat, hält mir seine Rohr ins Gesicht. Der schießt mir mein Dach kaputt. Alter, es regnet jetzt rein. Dann der Rivano ist natürlich auch am Start. Yeah, Nassia. Und wo ist Dynamo? Hier ist Dynamo, man. Yeah. Ja. Hallo. Das ist der Van Helsing mit seiner Armbrust. So, und leider, wie gesagt, Dummbabler. Vielleicht kommen wir heute noch dazu. Er hat mir leider keine Antwort drauf gegeben. Und die Leute, die haben hier in der Zeit, wo wir im Off waren, richtig umgebaut. Und zwar haben wir jetzt hier ein Gebäude. Der Dings dreht völlig durch. Alter, ist voll die Burg, ist das hier. Also hier haben wir jetzt ein kleines süßes Lager. Sehr schön. Ich verfolge dich. Ich möchte das ja auch sehen für meine Leute hier. Da gibt es eine kleine Tür. Ich habe das selber noch nicht gesehen. Oh, hier. Eine Häkelmaschine. Nee, eine Bügelmaschine. Was ist das hier? Das ist eine Drehmaschine, ist das. Fabrikator. Drehmaschine. Drehmaschine, okay. Was kann man damit bauen? Mal so gefragt. Ich hab keine Ahnung. So weit war es noch nie. Also momentan. Alter, wie kommt denn jetzt der Haufen Kacke, Jo? Lass mich doch mal bitte. Ich würde es gerne von den Leuten erklärt bekommen, Rivano. Also ich kann momentan dort drin bauen Elektroteile und Pyramid oder wie sich das Ding schimpft. Okay, alles klar. Also momentan zwei Komponenten. Ist ja krass. Aber es fehlt uns leider noch Öl und quasi ein entsprechendes Benzin. So, hier wurde. Ihr selber habt euch keine Häuser hingebaut, sehe ich gerade. Nee, habt ihr noch. Doch. Aber wo habt ihr das hingebaut? Dann komm mal mit, ich zeig dir mal meine Bude. Komm mit. Hier vorne sind doch unsere Wohnungen. Ja, komm. Wo habt ihr denn? Komm mit. Ich bin jetzt bei. Wo bin ich? Welchen? Ich hab jetzt. Ach, da. Hier, mich. Hallo. Ja? Hallo, ich. Erstmal hier das wunderschöne Stubenschild. Noxi Film. Was? Fummel. Fummelschild. Ich wusste, ich hab bei mir im TS haben wir auch so Privaträume. Da heißt mein Räum Onkels Onaniersofa. Aber okay. Das ist auch schön. Fummelstube. Ich habe halt so ein klitzekleines Gebäude, aber mir schickt's. Man, es ist alles abgedeckt. Und geh weg da, du Fummelkönig, Fummelkönig, aus der Tür raus. Danke. Gut, Alter, das ist aber echt eine Fummelkammer, Alter. Das ist ja eine kleine Stube hier. Und wenn man hier oben weitergeht, also ich habe mir überlegt, zusammen mit Nero, jawohl, dass man hier oben eine Überleitung zu Dynamos Haus herstellen könnte. Also dass man hier oben dann dementsprechend weiterbaut und dass unsere beiden Häuser als die Grundfeste für das achtstöckige Hochhaus dienen. Ach, also ist hier drüben, das ist dann Dynamo, Quatsch, Dynamos. Dynamos Haus, genau. Okay. Ja. Ach, ihr habt das alles in einem Haus verbunden. Ah, okay. Ist voll geil, wir können mit einer Falltür. Und das in der Mitte, will ich denn als meine Bude nehmen? Das in der Mitte ist... Du hast dann eine Maschine im Schlafzimmer, oder was? Nee, oben drüber. Achso. Der ist eine Maschine im Schlafzimmer. Die Maschine ist mein Schlafzimmer. die spielen dann die ganze Zeit, findet Nero. Und dann werden wir später halt einen Elektromotor haben, dass wir Strom haben und dann wollen wir oben einen Leuchtturm hinbauen. Ganz Leuchtturm. Oben, als Spitze. Ja, genau, dann leuchtet man hier alles aus, dass alle wissen, wo wir sind. Clever. Genau. Also wenn's aber ich glaube, wenn es sowas gibt. Ich glaube aber, wenn es wirklich sowas gibt, dann war das vielleicht dieser Lichtkegel. Ich weiß nicht, in irgendeinem Part habe ich einen Lichtkegel am Horizont gesehen. Ja, das ist so geil. Gibt's das? Aha, dann ist das wahrscheinlich das gewesen. Okay, also das Haus wurde hier gebaut. Noch irgendwas? Nein? Die Wasserleitung wurde ausgebaut. Die wurde weiter oder ausgebaut, besser gesagt. Ausgebaut und gesichert. Alles ist besser, als was ich gebaut hatte, ne? Nee, ich habe das weitergeführt. Mal rechts rum. Was? Rechts? Was? Nochmal rechts. Rechts und nochmal rechts. Nein, halt, andersrum. Ich bin jetzt mal hier links. Hier ist unsere Wasserstelle, haben sie gebaut. Oh, schick. Also die haben ja schon ein bisschen Gas gegeben. Das ist echt jetzt rechts rum. Jetzt haben wir hier. Weiter rechts. Noch weiter. Weiter rechts. Ah, und hier ist das Haus von Warning Acid. Aha. Wird man da heil, wenn wir da reingehen? Nee, du siehst so viele, viele bunte Farben. Ja. Habe ich mir mal so hingezimmert. Cool. Und das Geile ist, sie haben das Ding zu Ende gebaut, ja. Aber warum habt ihr das hier hinten? Yeah, bessere Rüstung, Knarre. Wir haben das nicht zu Ende gebaut, wir haben es sogar nochmal vergrößert. Ihr habt es vergrößert, ist. Ja. Es ist immer noch zu klein. Aber die Wände sind falsch rum, aber egal, macht ja nichts. Das ist wurscht.
Hä? Da unten, was, vielleicht was siehst du jetzt auch die Steine. Und neue, und man muss ja sagen, letztens ist ja uns, oder, ach so, genau, das ist ja in der letzten Session, das war ja sogar los. noch ein Over, wie heißt das, ein Hangover? Nee, wie heißt das, die Scheiße? Ja, ich hab auch gerade ein Hangover. Nee, wie heißt das? Hangover im Gehege. Wie heißt das, wenn man eine Folge abschließt und das offene Ende... Cliffhanger, genau. Ein Cliffhanger. Fängt das schon wieder an. Ich lieg gerade neben dem Gehege. Wolltest du nicht gerade das Gehege zeigen? Ja doch, weil nämlich im letzten Part war ja... waren wir ja da hinten in diesen Felsen drin verbuggt. Mit diesem Trike. Ja, so, der Trike, das habe ich im Paddy auch nochmal geschafft. Der Trike ist auf jeden Fall weg. Der ist nicht mehr retten... der ist nicht mehr gerettet werden. Ach, keine Ahnung, der ist halt tot. Und dann wollte ich mich ausloggen und dann ist auch noch Acids? Ja. Flugsaurier umgekippt. Ja, und jetzt gucken wir mal hier rein. Ja, der ist das da auch rein. Jetzt gucken wir mal hier rein. Mauern! Viele bunte Mauern. Also schöne Fliege. Oh, nein. Das, ja. Also meine Dinos, naja, ihr habt's, dadurch, dass ich die gezähmt habe, das ist ja auch die zwei Strikes noch gestorben, die wir hatten, ne? Also aber dadurch, dass ihr jetzt so viel noch gibt. Also man sieht jetzt als Zuschauer nicht wirklich, was hier vor der Arbeit ist, der Stadt, weil die Dinos ja alle schon da waren. Plus, oh, Alter, ich hänge hier an dem scheiß Krokodil fest. Lass mal Schnappi in Ruhe. Jeder kauft auf den Schnappi rum. Und das Ding ist aber einfach nur fett, ey. Ohne Scheiß, warte mal. Alter, der hat einen Schwanz, der ist mega lang. Ach, guck mal, man kann es jetzt sogar... einen Sattel drauf gemacht, okay. Ich glaube, wir haben für alles einen Sattel, außer Dilo. Schnappi. Alter, Schnappi. Wie kommt denn jetzt hier raus? Beiß mal mit dem Krokodilmaul, beiß mal bitte. Nein, Alter, doch, nein. Ich will das sehen. Warte. Ich merke gerade, dass Nero wieder lebt. Ich werde schon wieder abgeschossen. Wie das Maul auf. Mach den Scheiß. Beiß mal. Ich muss rückwärts fahren. Oh Gott. Jetzt schnapp doch mal zu. Aber beiß einen anderen Dino nicht im Arsch. Ich komme hier drauf. Lass das. Mo, lass das. Ich hab nur Armo. Ich fühle mich so. Wo, habt ihr Munition irgendwo? Im Schrank. Ach so, da war ja noch was zu einer eben. Die haben ja ein Scharfschützengewehr für jeden hier gebaut. Ja, Schneider. Ich will auch ein Scharfschützengewehr. Ich habe hier nur so eine Pumpgun. Die haben irgendwas gesagt von links. Dino, kannst du mal das Tor zu machen? Mo, hast du schon eine gemacht? Wir müssten 4 oder 5 Stück jetzt haben. Aber nur 2 mit Zielfernrohr, weil uns fehlt noch Kristall. Müssen wir eine Höhle, oder? Nein, das kriegen wir auf unserem Berg. Ja, wir haben Berg gefunden, gar nicht mehr weit von hier. Ja, 19 Kristall ist noch hier drin, ne? Links neben was? Habt ihr das nochmal? Was ist denn jetzt los? Könnt ihr nochmal ganz kurz wiederholen? Links neben was? Ich hab einen Steifen. Ey, das ist nicht weit von uns. Links neben der Smith. Hallo? Leute? Wo bist du? Andersrum. Boah, der Snipes ist ja richtig geil. Hinter dir. Ja. Sieht das einer von euch? Da, wo es hüpft. Ja, ach so! Ja. Du meinst mich, ihr sagt doch Onkel hinter dir. Ich hab Onkel Esso Trevano, guck mal zu mir. Da ist nichts drin. Ach doch, hier. Alter. Ach doch. Ich hab zu viel Bären. Ach, das ist jetzt doch. Ich frag mal, ob ich Munition machen kann. Wo habt ihr denn Munition? Ich seh das nicht. Ja, das ist ja. Hey. Hat er ja gerade gesagt. Ey, dann ist es schon leer. Dann mach ich gerade nochmal neue. Habt ihr gar kein. Ja, mach mal bitte ein bisschen Muni. Ich will zumindest einmal schießen. Alter, was macht ihr mit meinem Kroko? Der hat einen Haken. Ah, da ist sogar Chitin drin hier. Ja, aber es reicht nicht mehr für Rüstung. Gevano, komm mal zu mir. Wo bist du? Zu wem? Ich bin im Tunnel. Komm mal zu mir. Noctis. Tunnel? Ja, hier. Komm mal hier. Beim Durchgang. Ja. Ich hab zu viel Viagra gefahren. Alter. Ja, was ist denn? Was ist hier denn los? Ich hab keine Ahnung. Geil. Warte, kann ich mich... Alter, ich... Was denn? Alter, ich, Unterfelder. Nee? Oh. Der hat mega Stimme. Jetzt geht's. Naja, ja, da hast du mit dem Ball, hast du gleich den Felsbrocken mit angehoben mit dem Ding hier. So. Okay, was haben wir heute vor? Eigentlich wollten wir heute baumäßig nichts weitermachen. Nee, wir wollten eigentlich ein bisschen farmen. Obwohl und mal ein paar bisschen farmen. Kano, ein Kanosaurus-Zähm, richtig. Rivano will alleine ein Kanosaurus. Ja, nein, der zählt nicht. Machen wir dann schön, gehen wir dann mal auf Tour, Rivano. Wir wollen halt mal ein bisschen was erleben. Wir können uns ja auch voll ausrüsten mit Munition und wir überfallen einfach einen anderen Tribe und ballern sie alle weg.
Mhm. Ja, ja. Wir das ist gar nicht lang. So einfach. Ich glaube, und kann einer, der aufnimmt, kann der mal zu mir kommen? Ja, hier. Zu wem? Egal, wer ist jetzt zu wem? Mir, Noxus. Komm her. Exis, also mittlerweile muss die Stimme doch langsam mal hinhaben. Noxus. Ja, hier bin ich doch bei dir. Was ist denn? Kannst du mal hier rechts zum auf Weg zu Acids House hinstellen und einfach nur zu mir gucken? Exis rechts House. Zu Acids House. Nee, warte mal. Ja, da. Also da stehen bleiben und guck mal zu mir. Pass mal auf, egal was ich mache, der Stein ist irgendwie zu niedrig. Alter, das war der Skorpionschwanz, ey. So, ich bring den Kuchen. Also, obwohl wir ja eigentlich, wenn ich hier so das Lager sehe, noch gar nicht richtig umrandet haben. Das richtige Lager ist das noch. Perverses Koko. Ah, apropos umranden. Nero hat was Tolles angefangen. Also, ich glaube zumindest, dass er es war. Nämlich ja, hat er sind angefangen. Wir gerade dabei, eine Steinwand außen um uns herum zu ziehen. Ihr müsst nur mal rausgucken. Schnappt euch mal ein Flugzeug, ihr fliegt mal über das Base so ein bisschen. Ja, ja. Also nur zum Überblick. Warte, Moment. Es ist so wunderschön mit euch. Ich nehme einfach mal hier einen Flying Devil, keine Ahnung. Ja, das ich fliege auch mal eine Runde, wenn noch einer da ist. Ja, nimm mal Flying Devil. Dann ja, nimm ruhig, wir haben drei Stück. Ja. Ist gerade einer dabei, hier. Der zufällig... Ihr habt das auf die Seite gemacht, warum nicht auf die andere Seite? Doch, ja, wo sollen jetzt noch Metall-Spike-Walls hinkommen? Ach so, ach, oh, cool. Macht gerade noch einer Munition. Also doppelte Sicherung, was? Dreifach Sicherung. Ja, ich bin auch schon dabei. Weil, falls genau, vor der Mauer treffen, dass sie noch so geil. Krasse bist Scheiße. So also wir wollen vor der Mauer Spikes, Metall-Spikes, dann die Mauer selber. Ja, Urbano. Ich fliege. Ja, ich fliege. Das schafft ja niemand, die Fresse zu halten, wenn jemand anders so redet. Doch, ich bin doch nur am Fliegen gerade. Oh, das ist respektlos, geil. Rivana. Rivana! Das ist ja geil. Ihr seid ja ganz schön weit schon hier. Das habe ich gar nicht gesehen von da hinten. Krasse Kacke. Qualitativ underrated. Cool. Na, das sind wir langsam Form an. Klar, es ist ein Riesengebiet, was hier umrandet werden muss. Ne? Hm. Aber ich denke mal... Das kriegen wir hin. Natürlich. Und das hier unten, das hat euch schon Acid und so, hat ihr schon erklärt hier unten, das war Nero war das, ne, der hier die Mauer gebaut hat, hab ich richtig gehört. Genau. Ja, der hat schon gesagt, dass wir das hier unten mit, so als... Mit Acid und Dynamo. Dass wir das also hier eigentlich unten... eigentlich alle. Dass wir hier unten dieses, wie kann ich sagen, diesen See hier unten als Gehege für die Fische nehmen, ne? Haben wir schon. Ja. Da müssen wir eigentlich auch mal was zähmen. Die Delfine sollen leicht zu zähmen sein. Sehr leicht. So, okay. Ich kann ja mal mit was ziehen wir denn los? Rumfliegen und gucken, ob Ausschau halten nach dem Kanu, wenn ihr nee, Bock habt. Das ist der Schwachsinn, dann bist du da oben in dem Ding und wir der Kanu drin unter dir rum. Komm runter und wir laufen rum. Okay. Das ich wollte noch mal sagen, dass ihr es echt cool gemacht habt, auch mit der Pipeline, dass ihr die mit dem Zaun geschützt habt. Finde ich echt cool. Ja. Jetzt bin ich hier gerade wieder. Merci beaucoup. Ja, danke, genau, habt ihr fein gemacht. Ja, echt. Ich hab's total gemacht, du hast auch nicht ausgelacht. Ja, wir waren um 9. Ja, ich komm, ich brauche auf jeden Fall Munition. Kugeln sind da, ja, 9 Kugeln, mehr hat's nicht gegeben. Oh, das ist absolut in Ordnung. Ich hab mal eine Frage, gibt's eigentlich auch so Betäubungskugeln oder sowas, wenn wir den Kano dann betäuben wollen? Bestimmt. Ja, wir haben doch Pfeile haufenweise. Ja, ja, weil ich die Knarre schon ganz gerne trotzdem noch mitnehmen will. Hallo, Noxi! Altes Haus. Also, sag mal so, du brauchst. Für 2 Dilos, wenn du Glück hast, einen Schuss. Also ich hatte eben auch vor der Aufnahme Glück. Ich habe, also mir kamen 2 Dilos entgegen, einen Schuss, beide durch den Kopf, Feierabend. Ja, ich habe mit einem Schuss einen Raptor umgelegt, Level paar 80. Okay, Rivano, wenn du bereit bist, sagst du Bescheid. Ich hole eben die Munition ab. Ach, hast du noch Munition? Ich würde auch gerne ein bisschen Munition haben. So, ich nehme, also du, ich möchte mal einen Schuss, viel Schuss haben, also jetzt nicht viel Schuss haben. Ich gebe dir 4 Schuss von mir ab. Nero, du hast Munition, ne? Mal, hier mal. Drin, guck mal, hier sind noch 9 Schuss. Mit was reisen wir los? Wie mit was? Ich nehme Mörder Trike, das ist am sinnvollsten. Ich nehme einen Stahlhammer. Also ich nehme den großen, dicken. Ja. Ach so, was zu essen? Na eben, haben wir noch was zu essen da? So, ich verhungere. Ja. Brutzelt gerade. Ja, ich laufe auch gerade hin. Es ist noch Suppe da. Okay. Zwiebelsuppe, kann man weit vorziehen. Wo ist denn hier 9 Schuss? Bin ich jetzt blind oder was? Ey, links im Schrank. Du rauf noch zum Spritzensymbol, da wird er schon. Ach, hast du schon im Schrank gepackt, ist er? Ja, damit's getrennt ist. Simple Riffel, ja. Ja. Bring den Stein ich lass den Onkel auch ein bisschen was da, ne? Ja. Ja. Wäre gut, wenn ihr noch Chitin sammeln könnt, dann kann man für alle jetzt endlich die Chitin-Rüstung machen.
Hä, kann ich das jetzt nicht aufnehmen hier, die scheiß Munition? Doch, das musst du einfach, übrigens, einfach ins Inventar ziehen. Der große Dicke, also der eine Trike, wäre eben fast abgenippelt. Ah, ja. Weil mich 15 Libellen und Spinnen und allmögliche Wichsviecher mit Chitin angegriffen haben. Okay, sollen wir da jetzt auch mit, sollen wir, ach ja, stimmt, wir müssen jetzt so den Dino, dann können wir ja da hinterherlaufen lassen. Stali! Also, dann setzen wir uns schön auf den Raptor. Ach, obwohl Raptor ist vielleicht gar nicht so gut, ne? Nee, du brauchst ja irgendwas, was viel tragen kann und viel aushält. Also mit dem Flugsaurier kriegst du vielleicht 90 Metall mit. Also ich bin heute mit 3 Dinos losmarschiert und hab Eisen geholt. Ja. Ich hab eine gefühlte halbe Stunde gebraucht, bis ich wieder zurück, weil ich war überladen. Ja. Boah, krass. Das ist aber auch ein Händchen für, ey. Ne? Weißt du, den lässt du einmal weg und ja, dann nehme ich Flower Power, wa? Der kann doch bestimmt auch viel tragen, oder? Boah, Alter. Musst du erstmal gucken, wie viel der noch drin hat. Erstens das und zweitens, der ist ja schon leer voll. Also leer so langsam. Ja, dann müssen wir den mal auf Gewicht leveln. Unsere Artillerie läuft am besten vorneweg, also Stali. Ja. Oder ich nehme Bronto, da warst du am meisten rein. Nee, Gott. Das stimmt. Nee. Also schon, aber ich sag mal da so. Da ist ja auch ein Spino, das ist ja das Problem. Ach, wir haben Stahlhammer, der rotzt. Ah, hier, der ist, ich nehm die kleine Dicke, oh. Weil die ist leer. Ja. Ich habe in meiner Aktion, wo ich heute gesammelt habe, 2 Spinos platt gemacht. Was? Einen wollte ich zähmen, der ist ja kurz bevor ich hin bin, ist er wieder aufgewacht. Oh. Und der andere war bei dem kleinen See, wo wir überqueren müssen, war er direkt vor mir gestanden. Okay. Ey, Stali, Flower Power und... Ja, ich bin hier, was los? Dann nimmst du dir auch noch was? Ich brauche Wahnsinn. Einen feinen Bogen, wo habt ihr das denn? Im Lager ist eine Kiste mit, ich glaube, hier ist Narkotik Weapons. Und so. Und da ist auch eine Armbrust drin. 100 Pro. Also Armbrust ist auch gut mit Pfeilen, ne? Übel, Alter. Ja. Auf jeden Fall. Armbrust ist geil. Zeig mir die mal eben, wo die ist. Ich folge dir mal eben. Ich bin schon viel zu weit weg. Du gehst Tür rein. Ja? Links. Ja, wir gehen schon mal vor. Und dann ja, ganz hin links. Lass uns mit 6 Mann gehen. Warte, ich bin der letzte Schlag übernehmen. Wartet auf mich. Der Dicke ist wieder weggerannt. Riff, Riff! Ja, ich musste jetzt nochmal ganz schnell. Wir spielen kein Diablo, hier gibt's kein Rifts. Was? Oh, Rift ist geil, ja. Das sind so Portale, da kannst du dann leveln. Und nee, ich rede gerade, weil der Track, also. Der rennt aber wie so ein Hündchen so. Nero, zeig mir mal eben die Armbrust, bitte. Ich folge dir mal ganz unauffällig. Ich komm. Ich brauche aber erstmal was zum Essen. Ja, ich glaub, ansonsten müsst ihr euch mal schnell Pfeile machen. Ich habe noch 37 Pfeile. Ich habe 50 noch einstecken. Okay. Nee, 49. Ich habe 43 oder irgendwie sowas. Ja, 43. Habt ihr alle Narko-Pfeile mit? Ja, ich habe 43. Dann könnte man theoretisch den Spino zähmen. Wir können es probieren, Weg. Ja, nee, dann wenn wir zu 5 draufrotzen, dann müsste das doch funktionieren. Klar, ja, aber dann stellen wir die Tracks und so mit Abstand hin, oder? Und stellen die auf Abstand und auf jeden Fall passiv stellen. Ich habe auch das Gefühl, diese Base mit den Miniguns, die bei uns in der Nähe war, ist weg. So, ist das okay? Ich bin... Ja. Wo ist denn Nero? Nero ist auch raus, wo bist du? Maybe hier, in unserer Base. Aber nicht töten lassen. Ja. Mensch, schöner kleiner. Ich hab gesagt, wenn der Stali ausrastet. Dann holen wir uns halt nein, ist doch egal. Wie nur ausrasten sollte, kommt Stali und rotzt ihn einfach weg. So, ich brauche auf jeden Fall jetzt die Armbrust. Jo, das ist schon mal fehlt noch. Wo ist vorgelaufen? Da ist auch Metall. Ich hab ihn gefunden. Ach, die 2 da einer. Die Metall. Die Armbrust hast du gefunden? Ich baue die Armbrust gerade. Ah, okay, ist sauber. Die ist nämlich weg. Ja. Aber wir hatten letzten Part. Hat doch irgendjemand, war das nicht Dynamo, der alle Armbrust versorgt hatte? Ich? Keine Ahnung. Nee, ich hab bloß 2 gebaut, für mich hat das mit Training gebracht. Ach nee, die Base ist noch da, ich hab die nur nicht mehr gesehen. Okay. Hä, wo seid ihr denn? Ich dachte, ihr steht hier auch noch, ich bin hier gerade bei Nox. Ich bin schon vorgerannt. Revano? Nero, ja, ich bin hier. Und aus dem Smith kannst du dir die Armbrust holen? Ja. Und? Nero, Dynamo, haben wir keine Revano mehr im Schrank? Ich stehe hier alleine in dem Haus. So, dann schauen wir mal schnell. Wohin? Nero, haben wir keine mehr im Schrank? Im Smith. Ist er drin.
So, meine lieben Freunde, da würde ich aber jetzt auch sagen, bevor wir hier auf Reisen gehen, müssen wir erstmal den Part beenden hier, weil da ist nämlich Shooter 20 und sind nämlich wieder rum. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir morgen farmen und Dinos zähmen und was uns so alles auf dem Weg einfällt. Ich würde sagen, war auf jeden Fall ganz cool, bisschen durcheinander, kriegt man schon noch hin. Also falls wieder Kommentare sind, ziemlich durcheinander, das kriegt man schon noch hin. Das ist, wir müssen erstmal uns einfitzen. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, lasst überall einen Daumen da, guckt aber auch unbedingt bei Rivano drauf und ganz unbedingt auch bei 4Gamers. Alle die ganzen Kanäle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und falls ihr bei den anderen guckt, könnt ihr auch mal bei mir vorbeigucken, GamersCheckLP. Und ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao. 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 Ciao.